Ich sehe die Wahrheit in deinen Augen, mein zartes Kind, und fühle die Liebe von dir. Hallo, ihr lieben Mütter der neuen Zeit. Ich möchte euch heute zum Thema Lieblingstext gerne etwas aus unserem Buch vorlesen, Mütter der neuen Zeit, und zwar ein Text von Heidrun Hammel. Von der Nachahmungswürde. Die vierjährige Brit ist beim Sonntagsspaziergang zwischen Vater und Mutter im Wald unterwegs. Mit ein paar Metern Abstand hinter der Familie ist zu beobachten, dass Brit beim Lauf den gleichen Schritt und dieselbe Haltung wie der Vater einnimmt. Der fünfjährige Felix ist in seiner Kindergartengruppe als ausgesprochen heiteres, fröhliches und kommunikatives Kind sehr beliebt. Bei einer Einladung in Felix' Familie fällt die fröhliche und heitere Atmosphäre im Haus auf, in dem alles hell und freundlich gestaltet ist. Es finden lebendige und sehr anregende Gespräche am Kaffeetisch statt. Der sechsjährige Manuel berichtet seinem Freund Kai beim Treffen auf dem Spielplatz ausführlich und überaus detailgetreu von der Funktionalität des neuen Traktors, den sein Vater erworben hat, um in der Landwirtschaft, die er betreibt, gut voranzukommen. Diese drei kleinen Beispiele verdeutlichen eine wesentliche Grunderfahrung des Kindes in den ersten Lebensjahren, den Erwerb aller menschlichen Äußerungen und Fähigkeiten durch die Nachahmung der Eltern und naher Bezugspersonen in seinem Lebenszusammenhang. Von der Geburt bis zur Schulreife findet dieser einmalige Entwicklungsprozess der Menschwerdung im Gehen, Sprechen und Denkenlernen statt. Das Kind ist dabei sowohl leiblich als auch seelisch an den Menschen in seinem Umraum rentiert und ahmt sowohl sinnvolle als auch unsinnige und sinnlose Haltungen und Gebärden nach, die bis in die leibbildenden Wachstumsvorgänge hineinwirken. Wenig hilfreich für diese auf Entwicklung und Entfaltung angelegte Orientierung ist dabei oft die Nachahmung gleichaltriger Kinder, die zum Beispiel unter deutlichem Medieneinfluss groß werden. Wie viel sinnstiftender ist es da, das Kind etwa bei der Zubereitung einer gesunden Mahlzeit mit tätig sein zu lassen? Dabei kann es nachvollziehbare, sich aufeinander beziehende Handlungsabläufe erfahren. Dies macht deutlich, wie essentiell und existenziell das Kind auf Führung und Begleitung seiner Eltern und nahestehender Erwachsener angewiesen ist. Durch die Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften haben wir heute Kenntnis darüber, dass diese Nachahmungsvorgänge durch die Funktion der Spiegelneuronen zeitgleich vom Vorbildgebenden zum Nachahmenden ermöglicht werden. So prägt sich das Denken, auch das Fühlen und Handeln der Erwachsenen leibbildend in den kindlichen Organismus ein, der in diesem Lebensalter die stärkste Wachstums- und Bildefähigkeit vorweist und somit die gesundheitliche Grundlage für das weitere Leben prägt. Daran können wir ablesen, dass es keiner speziellen Erziehungsprogramme für Kinder bis zum siebten Lebensjahr bedarf, die sich Spezialisten in Theorien ausdenken. Ein natürliches, heiteres, bewegungsfreudiges, spielintensives Alltagsleben mit durchschaubaren Handlungsabläufen ist jedem Spezialförderungsprogramm vorzuziehen. Die Konsequenz aus diesen Entwicklungstatsachen der ersten Lebensepoche muss daher die Frage an uns Erwachsene sein, wie weit wir bereit sind, Lebensführung und Umraumgestaltung nachahmungswürdig zu verantworten. Und daran anknüpfend, da wir als Eltern die Keimzellen der Zukunftsgesellschaft sind und jetzt in unserer Kinderbegleitung die Samen der kommenden Kultur legen, sind wir mitverantwortliche Kulturgestalter.
Es liegt in unseren Händen, in welcher Weise die Nachahmung als Entwicklungsprinzip der frühen Kindheit in Zukunft durch eine gelebte Nachahmungswürde beantwortet wird. Ja, als Mama von 5 Kindern und als Freilernerfamilie kann ich dem nur beipflichten, es geht um die Nachahmung des Kindes. Das heißt auch, dass wir als Eltern wirklich diese Verantwortung wahrnehmen, diese Vorbildfunktion mit dem, was wir uns beschäftigen, mit dem, was wir in die Welt bringen, mit dem beschäftigen sich auch unsere Kinder. Und deswegen setzen wir doch da positive Impulse für die Zukunft. Vielen Dank für diesen wundervollen Text, Heidrun Hammel. Ich bin die heimliche Heldin dieser Gesellschaft. Ich lass mich nicht in die Irre führen. Ich schütze dein Strahlen für eine Zukunft. Neuen Welt.